Ja, Manual allgemein ist wohl neben dem Bunny Hops mit der basicste Trick von allem. Das ist auch eigentlich nur zu sagen, dass so ein Trick ist, den man über Jahre und Jahre hinweg eigentlich immer weiter lernt und besser lernt. Man muss halt so ein gewisses Gefühl dafür bekommen, dass man erst natürlich die Arme hochzieht und dann aber eigentlich alles mit den Beinen macht, würde ich sagen. Also ja, einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie es ja, wie sich anfühlt, im Manual zu sein. Dazu gehört am Anfang, glaube ich, auch, dass man ein paar Mal hinten rüberfällt, auf den Hintern fällt oder so. Aber ja, es gehört dazu. Und ja gut, wenn man es dann über das Curb irgendwann probiert, da kommt dann noch der Bunnyhop davor. Meistens geht es so Hand in Hand, weil man eigentlich auch, wenn man Bunnyhops macht, irgendwie am Hinterrad landet. Und ja, eigentlich muss man die zwei Tricks dann nur verbinden. Aber das ist auch so eine Sache, die sich eigentlich immer ja, weiterentwickelt und wo man natürlich irgendwann dann auch auf höhere Sachen draufkommt. Und ja, einfach probieren. Manual ist gut.